Leute! In letzter Zeit wurde ich oft gefragt, wie ist eigentlich dieses Tetris Party Deluxe, welches neu für Wii erschienen ist. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mir einfach mal ein Let's Show dazu, damit ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt. In Tetris Party Deluxe geht es vorrangig um Tetris. Das erschien erstmals auf dem NES, schaffte doch den großen Durchbruch erst auf den Game Boy. 1989. Und ich spiele jetzt mal eine Live-Partie mit euch. Und ich bin total unvorbereitet. Und weiß jetzt nicht... Ich kann auch Steine halten. Konnte ich das schon mal früher? Ich will einen Tetris hinbekommen. Deswegen habe ich den nicht da reingetan. Den kann ich jetzt. Und jetzt bekomme ich einen Tetris. Das ist nämlich, wenn man 4 Reihen auf einmal löst. Da bekommt man jede Menge Punkte für. Und das ist das Ziel eigentlich. Aber man hat jede Menge neue Modi eingebaut. Okay, das war auch nicht so schlau. Still flip and stack, flip and stack. Grandma says this shit is like crack. Okay, damit ihr versteht, was ich hier singe, zeige ich euch jetzt kurz Ausschnitte aus Brendel Floss und seinem Tetris Riff Lyrics. Viel Spaß. Brendel Floss, und ich stecke ziemlich in der Klemme. Ich bräuchte mal so ein langes Ding. Kann ich die Gehaltenen eigentlich wiederholen? Das war das nächste Tetris aus der Bedrängung heraus. Auch nicht übel. Ich kann die langen jetzt sehr gut gebrauchen. Dann mache ich das so. Ja, ich habe auch nur die Gameboy-Variante von 89 hier im Archiv liegen. Yeah, schon wieder Tetris. Gar nicht so schlecht. Und dann habe ich noch die Nintendo DS-Version von 2005. Die fand ich ganz gut. Da war Mario dabei, Zelda, Samus, also Metroid. Da war alles Mögliche irgendwie dabei. Frag mich nicht, warum. Aber ich fand es ganz funny. Und jetzt hier. Ah, kein Tetris. Du bist lieber hier lang. Zack. Jetzt muss ich mir ein bisschen Luft verschaffen, weil das sieht nicht gut aus hier. Ja, ihr dürft live dabei sein, wie ich hier fehle. Ich bin kein großer Profi. Ich spiele es auch nur zur Spaß an der Freude. Und wie immer, bei der Aufnahme etwas schlechter als normal, aber... Das hält mich nicht davon ab. Und wenn ich noch schlechter hier spiele... Ich habe nichts zu verbergen vor euch. Wäre vielleicht besser, aber ich tue es trotzdem nicht. Ah. Thank you.
leckt's mich um Arsch. Es wird mir dann zu blöd. Aber okay, war ganz in Ordnung. Was gibt es noch alles? Anfänger-Tetris. Das sind gigantische Steine. Aber ich spiele bei der Einzelspiele. Marathon gegen den Computer. Ja, Marathon kennen wir ja. Computer zu zweit, ist klar. Feldkletterer. Ich habe fast so gar nicht alles ausprobiert, um ehrlich zu sein. Was ich aber ausprobiert habe, und das zeige ich euch jetzt auch, ist der Schattenmodus. Da zeige ich auch lieber Level 1, weil den habe ich hinbekommen. Und Level 2 nicht mehr komplett. Aber Level 3 noch überhaupt nicht. Da bin ich versagt. Hier gibt es noch mehr Tetriminus, noch mehr Steine. Und eure Aufgabe besteht darin, ja, das Bild nachzubauen, was ihr seht. Und ohne Scheiß, macht das erstmal. Das Level kann nicht beendet werden, wenn ihr nicht alle Felder ausgefüllt habt. Ach, der bringt mir jetzt nichts, den muss ich skippen. Ich kann mit der A-Taste zurücklegen, und zwar nur 10-mal. Das hier ist der erste Level, der ist noch kiki einfach. Aber macht mal die anderen. Ohne Mist. Tja, ein Einzelner, wo soll ich denn den hin tun? Natürlich müsst ihr versuchen, möglichst die zu nehmen, die ihr gerade auch habt. Also, die können sich schön nützlich machen. Und am Ende könnt ihr dann immer noch skippen. Der kommt hier hin. Drei. Oh Gott, die kommen. Ah, ich mach sie hier hin. Oh, das war nicht gut. Mit dem kann ich auch wenig anfangen. Skippen. Mit dem auch wenig. Was soll das? Ich tue ihn jetzt trotzdem hier hin. Na, mal sehen. Ah, das war schlecht. Jetzt brauche ich zwei kleine ein... Nein, das war super schlecht. Das wollte ich doch gar nicht so haben. Oh, das war mega schlecht. Ich komme da jetzt gar nicht mehr dran. Scheiß drauf. Nochmal, ich zeig's euch. Oh, das war ungewillt. Ungewollt. Ja, ungewillt. So. So. Kriegen wir alles hin. Wir sind ja nicht von vorgestern. So ein kleiner Apfel da. Na, das ist schlecht. Skippen. Weil ich dann die äußere nicht mehr richtig bedienen kann. So vielleicht schon eher. Da passt das perfekt. Du gehst mal dahin. Die äußeren sind natürlich am schwierigsten. Ah, das hätte perfekt an einer anderen Stelle gepasst. Das hier kann ich gar nicht gebrauchen. Das mache ich jetzt mal so. So. Und so. Da noch rein. So. Und puh. Ich weiß wie. Ich sehe, dass der nächste ein Dreier-Ding ist. Und das kann ich dann so benutzen. Yes, baby. Ob das so gut ist? Ich skipp's mal. Das hier ist wohl ein bisschen besser. Ja, mit dir kann ich nichts anfangen. Mit dir auch nicht, aber du bist perfekt. Jetzt brauche ich nur noch ein einzelnes. Das kriege ich aber nicht mehr. Ich krieg nur noch ein Zweier-Ding. Wo setze ich dich hin? Verdammt! Naja gut. 94% Übereinstimmung. Ich hab's auch schon zu 100 hinbekommen. Gut. Ich spiele noch mein Spiel gegen den Computer. Oh, wir fangen mit Blöcken an. Interessant. Dumm! Ziemlich dumm, wie es anfängt. Musste, oh Gott.
toll. Wie soll ich das wieder abbauen? Egal, der Computer kann's auch irgendwie nicht, aber ich kann's. Haha. Du kommst gerade richtig. Und natürlich gebe ich ihm, wie ihr seht, dadurch Sachen. Also Strafblöcke. Das dürfte sein K.O. schon sein. Nee, noch nicht. Aber jetzt. Ah, ich will... Ah, ich wollte einen Spin machen. Da gibt es auch ein Tutorial dafür, die Dinger zu spinnen. Den kann ich gut gebrauchen. Tetris! Nimm das! Er ist doch K.O. jetzt! Na also! Gut! So viel dazu. Und na gut. Die anderen Spielmodi habe ich noch nicht ausgetestet. Es gibt auf jeden Fall ein paar coole, schätze ich einfach mal. Aber schon allein dafür hat sich der Kauf von Tetris Party Glücks geleistet? Gelohnt. So. Das war das richtige Wort. Und ja, ich kann es bedenkenlos weiterempfehlen. Für alle, die was mit Tetris anfangen können. Zumal es ziemlich billig ist. Ich glaube, 30 Euro und ich habe sogar für 22,99 bekommen. Yeah, da muss man einfach zuschlagen. Okay, Leute. Gut. Bis dann. Ciao.